Guten Tag, ihr da draußen. Nach diesen schönen Spreads, die ich mal gemacht habe, mache ich jetzt mal wieder ein paar Lückenfüller. Und zwar möchte ich gucken. Ah, Thumb Around Rice, beziehungsweise mach mal den Fall auch gleich mit. Was soll's. Zum einen muss ich gleich mal wieder sagen, diesen Trick mache ich nie. Deswegen kann ich ihn jetzt auch nicht gut. Aber ich kann ihn euch erklären, weil im Prinzip ist nichts dabei außer Übung. Ja? Was müsst ihr dafür können? Natürlich ein Thumb Around, ja. Und jetzt kommt das Lustige dabei, jetzt müsst ihr natürlich ein Thumb Around mit dem Zeigefinger können. Mit Mittelfinger. Ring. Und Pinky. Ja? So. Man könnte schon sagen, das ist ein Thumb Around Fall, beziehungsweise wenn man es andersrum macht, natürlich Rise. Ja? Aber ist es nicht, ja. Man muss die halt ja irgendwie verknüpfen, verlinken, ansonsten wäre es ja kein Combo, ja. Das ist so eher so ein Mini-Combo ja wieder. Und gut, was muss man dafür dann noch machen? Und zwar, man muss ihn durchrutschen lassen, den Stift, und dann mit dem nächsten Finger nehmen. Praktisch ein Thumb Around Continuous, ne? Ui. Cool. Schön. Da muss ich ihn halt durchrutschen lassen. Praktisch ein TA Continuous, wer den kann, also. Kein Fingerless Continuous, sondern ein TA Continuous, ja. Wer den kann, muss ab sofort nur noch das andersrum machen. Also praktisch mit jedem Finger. Andersrum ist doof gesagt, ja. Das heißt, man fängt zum Beispiel jetzt mit, wenn man Rise macht, mit Pinky an. Lass den durchrutschen. Nimm den mit dem. Lass den durchrutschen. Nimm den mit dem Mittelfinger. Hoppala. Tschö. Mittelfinger und zum Schluss damit einen Daumen. Mit dem Daumen. Daumen ist natürlich immer, wenn es ein Thumb Around ist. mit dem Zeigefinger. Das ist dann praktisch Rise. Und andersrum wäre es Fall. Nun, wie erreicht man das, dass man den mit dem anderen Finger nimmt, ja? Wenn ich jetzt hier den Pinky, mit Pinky diesen Thumb Around mache, öffne ich die Finger hier so. Und nehme ihn dann so. Ja? Seht ihr das? Da tue ich die Finger bloß einknicken, weil wenn ich es so habe, ist das doof für mich. Da stoße ich immer hier an. Seht ihr das? Das kann ich nicht. Wenn sie es ihr könnt, gerne. Schaut besser aus, ich kann es halt nicht, ja. Also, ich fange so an. Zack. Die Hand muss natürlich immer nach vorne geneigt sein, wie ich es beim Continuous Thumb Around erklärt habe, damit der Stift immer wieder nach unten rutscht. Ne? Muss ja, weil sonst geht er nie über den Daumen. Weil die Startposition für den nächsten Thumb Around ist immer die Startposition, wo es davor war. Nur halt jetzt in dem Fall immer mit einem anderen Finger. Ja? Nun, kommen wir zurück. Das war ja Continuous Thumb Around das Thema. Aber den könnt ihr ja, ihr seid ja perfekt. Jedenfalls, den lasst ihr so über den Daumen drüber. Öffnet die Finger und geht mit dem Ringfinger dagegen. Also ihr könnt da mal üben, einfach bloß so und dann mit dem Ringfinger den zu catchen. Warum das bei mir nicht klappt, ist jetzt, ja, jetzt. Und den dann so zu catchen. Gleich mal versuchen, richtig zu catchen. Dann so zu catchen und so zu catchen, ja. Immer versuchen, richtig zu fangen. Und ihr könnt praktisch jetzt jede Etappe machen. Wenn ihr Rundenprobleme habt, wie ich, dann fangt sie halt immer so an. Und versucht bloß diesen Step, den da hier richtig zu fangen. Und geht wieder von Anfang an, das Zeug. Und macht's dann halt wieder, bis du irgendwann mal richtig fängst. Ich kann ja nicht. Ja, wie ihr seht. Zack. Und dann weiter. Ihr müsst halt immer bloß immer. Also der Anfang hier ist am schwersten, weil da müsst ihr natürlich die Finger ausstrecken und dann mit dem Finger so dagegen gehen. Wenn ihr das ja so macht, ja, wohlgemerkt. Müsst ihr es ja nicht so machen. Und danach geht's eigentlich ganz einfach, weil dann. Ihr macht praktisch diesen. Diesen Thumb Around mit dem Ring. Und dann lasst ihr die Finger so unten dran und geht bloß nur mit dem Mittelfinger dagegen. Seht ihr, die gehen gar nicht mehr weg. Die machen bloß noch einmal die Bewegung zum Daumen hin und bleiben dann in dieser Ausgangsstellung. Ja? Gut, ansonsten ist wie gesagt nichts dabei. Der Fall ist genau dasselbe. Er geht halt bloß nach unten und nicht nach oben. Ansonsten ist alles klar. Ja? Gut, was können für Probleme kommen? Wie ich schon vorhin gesagt habe, hier unten beim Pinky, das Fangen, ja. Das muss man nur üben. Es liegt nur am Üben, Leute. Wenn ihr den Continuous Thumb Around, also den hier so, perfekt könnt, also perfekt ist gut gesagt, halt
von 10 Versuchen auf jeden Fall 5 Mal, ja, dann habt ihr das Prinzip gecheckt. Das heißt, mit der Hand nach vorne neigen, damit der Stift immer wieder zur Startposition vorrückt. Ihr wisst, dass der Stift immer diese Position haben muss, sonst geht er nie über den Daumen rum, weil der Center of Gravity muss auf der Seite sein, für die Rechtshänder wohlgemerkt. Weil wenn er hier ist, geht er kein Thumb Around, ja. Wie ihr seht, dann fliegt er ja weg. Nun, das ist das Einzige, was ihr beachten müsst, ja. Und das heißt, es liegt nur an Übung. Okay. Falls ihr mal diese Thumb Around Rise in Action sehen wollt, ja, der Stuhl von German Pen Spinning Community hat ein Solo-Video gehabt, einige. Müsst einfach mal ein bisschen hier YouTube-Suche oben benutzen. Einfach Stuhl wie der Stuhl und Solo-Video und dann geht ihr mal auf seinen Nick drauf und dann seht ihr schon, ja. Der hat das öfters mal eingebaut, der kann den super schön und das sieht auch bei ihm super elegant aus, ja. Aber ich kann ihn halt nicht und ich will ihn eigentlich auch nicht, weil ich finde das, ja, ich finde ihn schön zu können, mal, ja. Aber das war's dann auch, das war jetzt mal zur Abwechslung. Gut, was gibt's noch so von sonst für Probleme? Ja, eigentlich gar keine. Wenn ihr, wie gesagt, einen Continuous Thumb Around könnt, müsst ihr bloß halt lernen, den Anfang hier, das ist der schwerste Teil, nach dem Thumb Around die Finger auszustrecken. Dann mit einem Ringfinger zu catchen. Ihr seht, der Pinky bleibt immer dann eingeknickt schon. Thumb Around. Jetzt bleibt der Ringfinger eingeknickt, wie ihr seht. Mit dem Mittelfinger catchen. Thumb Around Bewegung bleibt jetzt eher an dieser Stelle. Und dann kommt. Zack. Ja? Und dann habt ihr den Rise. Und der Fall geht halt erst mit dem Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger und dann Pinky. Das ist ein bisschen schwerer, finde ich. Aber wie gesagt, durch Übung klappt dieser Trick einwandfrei. Wie ihr ihn einbauen könnt, seht ihr, wie gesagt, vom Stuhl, bei seinen Videos, der macht es ja einwandfrei, mal als Anfangstrick ist das schön. Ansonsten gibt es da nicht viel zu sagen. Viel Spaß beim Üben. Wie gesagt, Übungsschritte nochmal kurz zur Wiederholung. Probiert die TAs so aus, dass ihr es einzeln so könnt. Seht ihr das? Ich arbeite mich rauf. Ja, dann versucht ihr diese einzelnen Schritte zu können, also praktisch hier und dann so zu fangen, dann so und so zu fangen und so und so zu fangen. Und wenn ihr das könnt, also immer von Finger zu Finger, probiert es einfach mal am Stück. Ja? Zack, hoppala. Ich kann es wieder nicht hier. Zack, 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 zack. Ja, so, schaut in die Zeitlupe an, schaut meine Finger nochmal an. Wie gesagt, die Hand muss ein bisschen nach unten geneigt sein, wie ich es beim Continuous Thumb Around erklärt habe. Falls ihr damit Probleme habt, schaut dieses Tutorial nochmal an. Ihr müsst natürlich den Continuous Thumb Around, nicht Fingerless Continuous Thumb Around, sondern den normalen Thumb Around mit diesen Push-Bewegungen hier. Ja, müsst ihr Continuous können und den Thumb Around in jedem Finger und dann einfach verknüpfen. Gut, damit lasse ich euch allein. Und schaut euch die Zeitlupe an, ja? Wir sehen uns.